Verbirgt sich hinter diesem Köfferchen ein Koffer voller Glück aus der Causeway Collection? Das finden wir gleich nach dem Intro raus. Los geht's, Kinners! Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich bin heute wieder in Irland unterwegs, habe für euch was vom Bushmills dabei, und zwar aus der Causeway Collection das Madeira Cask Finish. 25 Jahre alt ist der Kollege. Und eigentlich, also ich habe an so einem Bushmills-Tasting schon teilgenommen in diesem Jahr. Nur leider ist mein Paket nicht angekommen. Und, aber warte mal, ich zeige euch mal eben kurz, wie das Ding aussieht. So, also so macht man das Ding dann auf, ne? So, also macht man den auf. Und dann sieht das so aus von innen. So, dann holen wir mal die Buddel hier raus. Der Karton ist auf jeden Fall hübsch, den lassen wir mal direkt hier stehen gleich. Ja, der sieht gut aus. Ja, sollte ich eigentlich daran teilnehmen, aber irgendwie ist mein Set nicht angekommen, also konnte ich ihn noch nicht probieren. Also haben wir jetzt einfach mal die Flasche organisiert und verkosten ihn hier im Video. Ich möchte nochmal anmerken, beim letzten Mal, wo ich so eine teure Flasche vom Bushmills bekommen habe, war da ein Wachsverschluss drauf, den man aufreißen konnte. Jetzt ist auf einmal nur noch so eine normale Schrumpfkappe halt, ne? Also wir haben ja auch keinen günstigen Preis, ne? Das Ding kostet 500 Euro. Also ist jetzt mal nicht hier eben Schnappi, sondern da muss man schon ein bisschen Geld für hinlegen, ne? Und 25 Jahre heißt, wir haben ja pro Jahr ein 20 bezahlt, ne? Ja, was hier wieder sehr komisch ist, oder was heißt komisch, aber ich finde es auch irgendwie dann immer wieder besonders. Wir haben hier 6 Jahre Reifung in Oloroso und Bourbon und dann hat man einfach mal wieder ein 19 Jahre langes Finish in Madeira-Fässern gemacht. Das war ein First Fill Madeira-Fässer. Und der ist gereift komplett vom 23.10.1996 bis zum, ja, bis 2022. Das übrigens, liebe Leute von Bushmills, würde ich sehr abfeiern. Wenn ihr denn schon so transparent seid und wirklich alles bis ins kleinste Detail draufschreibt, dann schreibt doch auch einfach das Abfülldatum mit drauf. Ich verstehe das nicht. Also, ne, hier steht auf dem Karton, ich weiß nicht, ob man das so genau sehen kann, wenn man da mal ganz nah dran geht. Mal gucken, ob das geht. Ja, guck mal hier. Da könnt ihr sehen, wann der destilliert wurde und wann der in das quasi fast zum Finishen gekommen ist. Und dann steht da einfach nur noch 2022, wurde es abgefüllt. Ja, muss ich nicht verstehen. Muss ich nicht verstehen. Naja, Farbe, sehr nice, gefällt mir. Und ich bin echt gespannt, wie der jetzt schmeckt, weil man muss ja sagen, ich sehe gerade, es ist sogar ein Germany Exclusive Release. Krass. Ich muss ja sagen, bis jetzt die älteren Bushmills, die ich probiert habe, das war alles richtig gutes Zeug. Kann man nicht anders sagen. Mich würde echt interessieren, ob der gefärbt ist, ne? Aber steht nicht drauf. Also hier steht nicht drauf, dass der gefärbt ist. Hier steht nur drauf, nicht kühl gefiltert und Fassstärke. Also 50,3% ist Fassstärke. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn es nicht draufsteht, wissen wir ja, ist es auch nicht gefärbt. Weil sonst dürfte man das in Deutschland nicht verkaufen. Ich bin echt gespannt, weil, wie gesagt, bisher haben mich alle älteren Bushmills oder generell alte, gereifte irische Whiskys haben mich bis jetzt eigentlich immer ganz gut abgeholt. Ne? Und waren auch eigentlich preislich immer ganz human im Gegensatz zu den schottischen Kollegen. Aber wenn wir jetzt auch schon bei 500 Euro sind, naja, sind wir ja im ähnlichen Preissegment wie in Schottland, wobei da auch die meisten 25er ja mittlerweile auch schon fast vierstellig kosten. Ne? Naja, hilft ja nichts. Ich würde sagen, wir halten mal die Nase rein, los geht's, Kinders. Jo, direkt wieder da. Es ist der gleiche geile Maracuja-Grapefruit-Moment, den ich auch schon beim Bushmills 30 hatte und bei den Bushmills 27 und keine Ahnung, was für Abfüllungen alles waren. Boah, das ist einfach geil. Mit Madeira-Abfüllung oder generell mit Madeira-Reifung habe ich jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung. Ich habe halt sehr oft das Problem, dass da, wenn ich sowas mal hatte, dass da echt viel Schwefel drin war. Aber hier rieche ich gar nichts an Schwefel. Ich finde das super spannend, dass der riecht halt krass nach Grapefruit, Maracuja. Du hast so einen Aprikosen-Pfirsich-Moment. Und der riecht nach angespitztem Bleistift. Das ist so dieser Moment, der da rauskommt aus dem Glas. Boah, also das holt mich ja jedes Mal ab, sowas, ne?
Also ich muss echt sagen, da muss man jetzt, also ich bin mittlerweile echt der Meinung, man muss nach alten irischen Abfüllungen Ausschau halten. Ey, das ist echt krass. Ich weiß nicht, wie die das da reinkriegen. Ich habe das ganz selten noch mal, schon mal bei einem Schotten gehabt, aber meistens habe ich das bei diesen älteren irischen Abfüllungen, dass du einfach diesen intensiven Grapefruit-Maracuja-Moment einfach hast. Aber das ist echt krass, ne? Also der hat so eine Süße, boah, mir läuft echt das Wasser im Mund zusammen. Der hat echt so eine krasse Süße. Der hat so was leicht Weiniges, finde ich. Du hast so leicht diesen Moment, dass du denken würdest, du trinkst eine sehr, sehr intensive Rotweinreifung, aber das ist irgendwie nur so im Hintergrund, das wabert da so ein bisschen mit. Dann habe ich echt diesen angespitzten Bleistift. Ich muss mal eben an der Buddel riechen. Wenn du direkt die Nase an die Buddel hältst, hat der sogar so einen leicht herzhaften Moment. Da habe ich so ein bisschen so einen Bratensoße-Moment. Habe ich in letzter Zeit öfters bei Sherry-Reifungen gehabt. Boah, aber ist echt nice. Also richtig tolle Nase. Macht richtig Bock. Also du hast, wenn du dran riechst, richtig Bock, den zu probieren und zu trinken, weil einfach, das ist einfach eine Fruchtbombe pur ich finde diesen angespitzten Bleistift, ist wirklich so, also du spitzt den Bleistift an und dann riechst du einfach, du atmest einfach normal ein, während du den anspitzt und es riecht einfach genau danach. Very nice. Also probieren wir mal. Slanja Kinders. Ja, die 50,3% sagen aber gut Hallo. Also, der hat auch diesen Maracuja-Moment im Geschmack, aber erstmal ist es eher so, ich habe echt so einen angebrannten Pfirsich. Ich überlege gerade so, ob das so ist, wie wenn du Pfirsich auf den Grill legen würdest. Ich habe unglaublich viel Nüsse. Also ich finde, es schmeckt wie Nüsse in Schokolade. Eine krasse Karamellnote. Und dann kommt irgendwo zwischendurch wieder dieser Maracuja, Pfirsich, Grapefruit-Moment durch. Und ist dabei aber nicht so übertrieben süß, sondern sehr angenehm. Er wirkt auf jeden Fall auch sehr gesetzt. Aber dann kommt so eine Schärfe. Ich finde, er macht so einen kurzen Moment so, gibt der so Gas. Ne, wirklich so, als wenn du, weiß ich nicht, auf eine Chili beißt oder vielleicht Pfeffer hinten im Mundraum verbeißt oder so. Oder, keine Ahnung, du nimmst einen Löffel Pfeffer in den Mund. Also so ein kurzes, scharfes Aufblitzen kommt. Das geht dann weg. Und dann bleibt sehr viel, finde ich, von diesen tropischen Früchten, von dieser Maracuja-Note mit bei. Aber es hat irgendwie sowas, da schwappt irgendwie sowas mit, was mir nicht so gut gefällt. Also die Nase ist wirklich hervorragend. Kann man nicht anders sagen. Sehr, sehr lecker. Aber im Geschmack, keine Ahnung, da ist irgendwie so irgendwas Komisches bei. Und man muss doch sagen, man hat auch diesen angespitzten Bleistift, hast du auch weiterhin beim Geschmack so ein bisschen dabei. Das schwingt die ganze Zeit so ein bisschen mit. Aber ich finde, das kann vielleicht sein, dass es von Madeira-Fass ist. Muss man mehr Madeira-Reifung probieren. Na, wir probieren nochmal einen Schluck. Ja, auf dem zweiten Schluck wirkt der etwas milder, etwas sanfter. Schiebt nicht mehr so ganz krass hinten raus, aber du merkst es immer noch. Es ist so, ja doch, es bleibt so ein bisschen bei diesem Bleistift, Pfirsich, Maracuja, Grapefruit-Moment. Da bleibt es einfach bei. Aber alles in allem ist der, also der schmeckt halt schon, aber es ist irgendwie so, Es hat so ein bisschen diesen nicht perfekten Beigeschmack. Wisst ihr, wie ich meine? So, also du denkst so, ich habe jetzt 500 € dafür bezahlt, ist zwar lecker, alles geil, aber
Ich finde, er ist vom Geschmacklichen her und von dem, was ich halt fühle, nicht 500 Euro wert. Ne? Wobei wir ja immer bei den Preisen halt immer meckern können, aber da fehlt mir einfach noch so eine Schippe oben drauf. Und da war der 30er wesentlich besser. Also der 30er war echt eine Bank und habe ich zumindest noch zum Glück noch einen Rest im Regal stehen. Aber den kann ich jedem nur empfehlen. Also wenn ihr noch irgendwie drankommen könnt, Bushmills 30 von, ich glaube, 2021 war es. Mega Abfüllung. Kann ich jedem nur empfehlen. Ich probiere nochmal ein Schlückchen. Ja. Es ist, du hast wirklich so Schokoladennüsse, du hast diese Bleistiftnote, es ist Maracuja, Pfirsich, Grapefruit. Es schiebt, es hat so eine Pfeffrigkeit, es hat so eine leichte Chili-Note. Alles in allem ist das 4 Daumen hoch. Es könnte besser sein, weil ich einfach Besseres gewohnt bin mittlerweile von diesen alten Bushmills-Abfüllungen. Vielleicht liegt mir auch einfach das Madeira-Cask nicht so. Das muss ich nochmal rausfinden. Ich muss mal mehr davon probieren und mehr mal austesten, wie das so funktioniert mit Madeira. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die den richtig gut finden und der den richtig gut schmecken wird. Wie gesagt, der bringt halt alles mit, was du von einem alten Bushmills erwartest und das wird auf jeden Fall erfüllt. Aber wie gesagt, das könnte halt irgendwie noch ein Ticken besser sein, meiner Meinung nach. Gut. Wenn ihr den selber schon im Glas hattet, selber schon probiert habt, schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich sehr über euer Feedback freuen. Lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder hier bei Friendly Mr. Z.